Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leider bin ich etwas erkältet, aber ihr habt euch alle das Unhaul-Video gewünscht und deshalb drehe ich das jetzt. Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass ich die Bücher, wenn das Video online kommt, schon nicht mehr hier habe. Ich habe die entweder gespendet oder verschenkt. Das heißt, es gibt die nicht mehr. Also die sind jetzt schon weg. Das heißt, ich weiß, dass viele gerne fragen. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber das könnt ihr euch sparen, denn die Bücher sind dann schon nicht mehr bei mir. Das nur als kleine Randinfo vorab. Und jetzt zeige ich euch, was ich aussortiert habe und warum. Ich fange mal an mit dem zweiten Teil von Days of Blood and Starlights. Also nein, der erste Teil heißt Daughter of Smoke and Bone. Genau, also Zwischen den Welten Trilogie. Meine Güte. Man merkt, ich saß schon eine Weile nicht mehr vor der Kamera, ist also ein bisschen ungelenk. Genau, das habe ich aussortiert, weil ich den zweiten Band im Hardcover bekommen habe. Jetzt habe ich nur noch den ersten im Taschenbuch. Da bin ich ja auch auf der Suche danach, dass ich den im Hardcover bekomme, was sich ja sehr, sehr schwierig gestaltet. Aber deswegen sortiere ich den hier quasi aus. Genau, dann habe ich die ganze Neverlight-Trilogie aussortiert. Da hatte ich ja auf Instagram quasi als Probelauf und auf Instagram als Probelauf zum ersten Band eine Leserunde gestartet und habe dann auch reingelesen und reingehört und es war einfach überhaupt nicht meins. Null. Ich kam mit der Geschichte nicht zurecht, ich kam da auch überhaupt nicht rein. Und da ich so viele Bücher auf meinem Sub habe, von denen wohl hoffentlich viele gute dabei sind, habe ich mich einfach dafür entschieden, die hier jetzt auszusortieren. Einfach, weil ich das mich nicht angesprochen hat. Es hat mich nicht gepackt, es hat mich nicht interessiert. Ich fand es eher eklig, muss ich sagen, also ich persönlich. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, die eben auszusortieren. Genau, dann habe ich die Fire and Frost Trilogie. Moment, da sind die anderen zwei hier unten. Also das ist, glaube ich, der letzte und das hier ist der erste, genau, und das da ist der zweite. Die sortiere ich auch aus, einfach weil ich die schon so lange hier habe und mich das überhaupt nicht anlacht, die zu lesen. Und dann will ich die einfach auch nicht mehr hier haben. Ich habe ja relativ rigoros versucht auszumisten und deshalb ist das einfach jetzt mit durchgerutscht. Dann habe ich ein Buch von Corinna Bohmann, Ein zauberhafter Sommer. Ich fand das Format total schön. Aber, also ich habe da auch mal reingelesen, das lässt sich auch toll lesen, also auch vom Format her, daran liegt es gar nicht. Irgendwie hat mich die Geschichte gar nicht so gepackt und ich habe auch ehrlicherweise gerade gar keine Lust auf den Roman. Und deswegen habe ich den aussortiert. Der wird zu meiner Mama wandern, weil die Corinna Buhmann gerne mag und die hat die Ausgabe gesehen und fand sie schön und deswegen bekommt meine Mama dieses Buch. Dann werde ich die Feuerschwester aussortieren. Die habe ich ja mal im Zuge eines Wanderpakets mir rausgenommen. Und wollte die immer mal lesen, weil ich das schon interessant fand. Aber die steht einfach jetzt auch schon über ein Jahr hier. Ich habe die nie angefasst und deswegen darf die jetzt gehen. Und bei Palace of Glass und Palace of Silk ist es ähnlich. Also in Palace of Glass steht hier schon eine ganze Weile. Das ist der erste, das ist der zweite. Dann hat mir Lena den zweiten Band ja mitgebracht. Ich habe in den ersten reingelesen und es gefällt mir einfach nicht. Es spricht mich einfach nicht an. Und deswegen habe ich jetzt beide aussortiert, weil warum soll ich mich durchquälen? Also das ist tatsächlich meine Meinung inzwischen. Ich werde wirklich versuchen, künftig bewusster Bücher zu kaufen, nicht mehr unbedingt an Wanderpaketen teilzunehmen, auch wenn ich die immer total cool finde, aber das nutzt einfach nichts. Und auch, ja, bewusster einfach zu kaufen. Das habe ich mir tatsächlich groß auf die Fahne geschrieben. Genau, dann habe ich hier drei Bücher, die ich aussortieren möchte, die ich eigentlich gar nicht aussortieren möchte, das jetzt aber gezwungenermaßen mehr oder weniger tun. Und zwar haben wir einmal Die Beschenkte, Die Flammende und Die Königliche. Das sind drei Hardcover-Ausgaben, die ich ja Anfang des Jahres sogar extra noch gesammelt habe. Und jetzt hat der Carlsen Verlag entschieden, dass es noch den vierten Band, also dass die den vierten Band doch noch übersetzen werden, was ich ja ganz toll finde. Aber die kriegen alle neues Gesicht. Und zwar ganz, ganz anders als die, die ich jetzt hier habe. Und das finde ich irgendwie total schade, weil, also das macht mich ein bisschen in meinem Book-Nerd-Herz traurig. Und deshalb habe ich mich entschieden, die zu spenden an die Bücherei, weil die ja einzeln lesbar sind. Die hängen ja nicht zusammen, sondern die spielen ja alle nur in der gleichen Welt. Das heißt, die in der Bücherei werden sich vielleicht freuen, beziehungsweise ziemlich sicher. Und ich kann mich dann einfach über die schönen Ausgaben freuen. Also ich finde die gar nicht so schön, aber die sind halt einheitlich. Oh Mann.
Ja, sie wird es halt nur als Paperback geben. Das finde ich ein bisschen schade. Dann habe ich einen Roman aussortiert. Meistens kommt es anders, wenn man denkt. Ich liebe ja eigentlich die Bücher von Petra Hülsmann. Wirklich. Ich finde die super witzig. Nee, das behalte ich. Das behalte ich. Ich ärgere mich, wenn ich es weggebe. Das weiß ich. Also es wandert wieder zurück in mein Subregal. Upsi. Aber was ich aussortiere, ist der erste und der zweite Band von Kingdom of Smoke, der hier tatsächlich ja wirklich noch eingeschweißt, weil mich der erste Band nicht so fesseln konnte und ich weiß von vielen, dass 2 und 3 eher schlechter sind als der erste und deswegen sortiere ich den gleich mit aus. Auch hier quasi, warum soll ich mich an einer Reihe aufhalten, die mir vielleicht gar keinen Spaß macht, wo ich mich in eine Leseflaute reißen lasse, weil ich etwas lese, weil ich denke, ich muss gar nichts und deswegen kommen die weg. Genau, und dann habe ich noch zum Schluss Spieglein, Spieglein, Twisted Tale. Das ist ja aus dieser Twisted Tales Reihe von Disney. Da geht es ja um Schneewittchen. Genau, also was ist quasi, wenn in der Geschichte irgendwie man irgendwo anders abgebogen wäre, was wäre dann passiert? Irgendwie reizt es mich gar nicht mehr so. Ich weiß nicht, es lacht mich gar nicht mehr so an und deswegen ist es auch okay, wenn das jetzt geht. Bei dem nächsten Buch bin ich ziemlich sicher, dass ich mir das nochmal kaufen werde, allerdings dann in einer anderen, also in der neu, also neu einfach. Ich habe mir das als als Mängelexemplar bestellt. Und mich ärgert jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, dass das so dreckig ist. Und das geht auch einfach nicht weg. Also es geht mit Radiergummi nicht weg, das geht mit feuchtem Lappen nicht weg. Und jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, denke ich mir, oh, das sieht so hässlich aus. Und ja, dann sortiere ich es lieber aus und kaufe es mir einmal neu. Das ist schon okay. Und dann habe ich noch eine Reihe, die ich aussortiere, und zwar ist es Band 1 und Band 2 der Heartless-Trilogie. Da habe ich immer gesagt, ich lese die, wenn der dritte Band erscheint. Der dritte Band ist jetzt im Sommer erschienen, sogar im relativ früher Sommer, also am 30.06. Und ich habe es nie gekauft, auch immer, wenn ich im Laden dran vorbeigelaufen bin, habe ich mir nö. Und das ist für mich eigentlich schon ein Zeichen, dass ich es nicht mehr lesen möchte, und deswegen kommen die jetzt auch weg, weil, naja, so hat jemand in der Bücherei wenigstens Spaß damit. Genau. Das waren meine aussortierten Bücher. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, ob ihr mir recht gebt oder nicht. Und genau. Ansonsten freue ich mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Tag und fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.